Einige der Internet-Fernsehsender, die unsere Videos veröffentlichen, baten mich gerade um einen Nachschlag zu ZDF heute von eben. Ja, das ist mir auch aufgefallen, ja, das Thema. Ja, da hat sich das ZDF heute irgendwie verraten. Ja, sie hat also kurz berichtet über Schweden und deren total entspannten Umgang damit. Die haben jetzt zwar irgendwie so ein bisschen das Skileben etwas eingeschränkt, aber letztendlich einen total relaxten Umgang und keinen Total-Shutdown und so weiter. Die Wirtschaft läuft normal weiter. So, und jetzt wäre es doch ganz einfach. Jetzt müsste man doch schauen, wie bei den Sterbestatistiken. Jetzt müsste ja ein riesiger Leichenberg eigentlich in Schweden entstehen. Also sozusagen, jetzt müssten ja verglichen mit den Winterleichenbergen der letzten 5 Jahre in Schweden, müsste ja jetzt der Leichenberg jetzt viel höher ausfallen als innerhalb der letzten 5 Jahre. Dann wäre es ein Beweis, dass Corona tatsächlich eine gewisse Gefährlichkeit hat, die über einer ganz stinknormalen Wintergrippe liegt sozusagen. Und aber wie gesagt, das ist die Frage. Also jetzt haben wir 2 Fragezeichen. Was ist mit Japan? Wo sind da jetzt die Leichenberge, obwohl die also keine hysterische Shutdown-Reaktion zeigen, also alles stillzulegen? So, und genauso mit den Schweden, die haben jetzt also auch eine ganz gemäßigte, entspannte Umgang damit und keinerlei totalen Wirtschafts-Shutdown sozusagen. Und jetzt müssten ja, wenn unsere Drohungen stimmen, übrigens, das war so schön im ZDF gerade eben zu sehen, dass dann natürlich die Mediziner natürlich sagen, oh, wie könnt ihr nur machen? Also sollen wir das jetzt verstehen als, wie könnt ihr das nur machen? Dann fliegt ja unsere ganze Unwahrheit auf. Ja, dann fliegt das Ganze ja auf, wenn Schweden jetzt ausschert und also sozusagen so entspannt bleibt, dann sieht ja die ganze Welt plötzlich, dass wenn man gar nicht reagiert, dass dann gar nichts passiert, ne? Und nicht mehr passiert, als jeden Winter auch passiert bei der normalen Wintergrippe sozusagen. Also ich bin mal gespannt, das wäre ja jetzt dann ganz einfach, man müsste jetzt aus den schwedischen Staatsstatistiken jetzt ja eigentlich nur jetzt riesige Leichenberge berichten. Und dann könnte man sagen, das wäre dann so ein erster richtiger Hinweis darauf, dass es sich nicht um ein Milliardengeschäft der pharmazeutischen und medizinischen Industrie auf Kosten der Menschheit handelt. Na, tschüssi.